gefangen in einem alten Minenkomplex irgendwo in den verstrahlten Ruinen von Tschernobyl, muss sich eine Gruppe internationaler Söldner ihrem letzten Gefecht stellen. Stoker, der Anführer, eine geballte Ladung Dynamit. David, der Fighter, er diskutiert nicht mit Worten, er lässt Fäuste sprechen. Reiko, die Kriegerin, intelligent, sexy und mehr als tödlich. Darwin, der Texaner, sorgt knallhart für Gerechtigkeit. Ja. Leg dich nicht mit Texas an. Henrik, der Priester, schickt alle Sünder direkt in die Hölle. Asche zu Asche, Staub zu Staub. John, der Scharfschütze, trifft immer ins Herz, auch ohne Kugeln. Brenner, die Klinge, ein Experte in kaltem Stahl. Laurie, die Anfängerin, jung, wild und explosiv. Bäh. Gemeinsam müssen sie eine ganze Armee bezwingen. Wenn er diesen Krieg will, dann bekommt er ihn auch. Wer sind diese Typen? 8 gegen 800. Ein auswegloser Kampf ums Überleben. Blaxploitation-Legende Fred the Hammer Williamson und Martial-Arts-Sensation Mike Möller. In Nico Sandlers Atomic Eden. Crowdploitation at its best.